werde. Ich bin ihnen sehr, sehr dankbar. Sie machen einen super Job, einen super wertvollen Job. Dankeschön. Ich bin Carmen Fitzetum, ich bin Coach der Into-Being-Methode und Mutter von drei Kindern und habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe im Rahmen meiner persönlichen Weiterentwicklung gemerkt, dass ich bei ein paar Punkten, was meine Vergangenheit betrifft oder mein Gefühlsleben, dass da ein großer Schmerz ist und auch von Verhaltensweisen habe ich bei mir gemerkt, dass ich oft Probleme habe im sozialen Bereich und bin dann über einen Spiegelartikel auf, ich glaube, Bessel van der Kolk gestolpert, ein Interview von ihm, der ja eine Koryphäe in dem Bereich ist oder sehr viel Studien in dem Bereich auch gemacht hat. Ich glaube, seit den 70er Jahren und mein Mann und ich haben dann ein Buch von ihm eben gelesen und haben dann festgestellt, oh, das könnte passen, das klingt sehr vertraut einfach von der Symptomatik her. Und haben dann gedacht, Mensch, weil ich an sich einfach gerne Yoga auch praktiziere, dass vielleicht traumasensitive Yoga-Übungen schon gut wären, um einfach den Prozess weiter zu unterstützen. Und deswegen bin ich dann zu Ihnen gekommen, einfach um die Körperebene auch mit abzudecken, nicht nur auf der sprachlichen Ebene. Genau über diesen Wortlaut traumasensitives Yoga. Das habe ich einfach genauso eingegeben und dann kamen eben einige Übungen von Ihnen und ich glaube, noch jemand anderen gefunden, aber ich empfand die verschiedenen Übungen von Ihnen einfach sehr hilfreich und auch Sie haben auch viele Videos, so Infovideos gemacht, was einfach mehr das Thema auch theoretisch beleuchtet und ja, ich mag das tatsächlich ganz gerne auch den theoretischen Input dazu. Einfach, ich möchte immer gerne wissen, Erklärungen einfach auch, ja, theoretischen Input einfach bekommen, Erklärungen, ja, mag ich schon auch sehr gerne. Vor allem muss ich ehrlich sagen, die wohlwollende, offene, herzliche Atmosphäre, weil ich habe das vorher nicht gemerkt. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig das für mich ist, dass ich mich sicher und geborgen oder nicht geborgen, aber wohlwollend fühle. Und das ist tatsächlich das Wichtigste für mich. Und das tue ich mich mit Ihnen und im Institut auch mit den anderen. Genau das. Also ich hatte einige Aha-Momente, vor allem, dass wir gemeinsam, dass ich die Möglichkeit hatte, an einige Gefühle zu kommen, die bei mir gefühlt sehr tief und waren und verschüttet waren, und da einfach schon mal hinzukommen und zu merken, was da ist. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich glaube, der größte Aha-Moment für mich war, als ich in der Akademie, also in dem theoretischen Teil bei den Modulen, einfach, ich glaube, Modul 2 war so grundsätzlich, was ist komplexe posttraumatische Belastungsstörung, welche Symptomatik gehört da dazu, so den ganzen Bereich eben, dass mir langsam wirklich immer mehr klar wurde, wow, kenne ich das Symptom, kenne ich das, kenne ich, so fühlt sich das für mich schon ganz viele Jahre an, jetzt endlich einfach zu wissen, was mit mir ist. Also meine Erklärung war einfach von Kind an, ich bin gestört oder mit mir stimmt was nicht und jetzt zu sehen, es liegt gar nicht an mir, es ist nicht meine Schuld. Ich bin nicht gestört, sondern es ist einfach eine Folge aus den Umständen, aus denen ich aufgewachsen bin. Das ist eine unglaubliche Entlastung gewesen und befreiend, ja. Sehr schwierige Frage, denn tatsächlich finde ich genau die Kombination aus allem gut. Also ich weiß, ich rede mich da jetzt ein bisschen raus. Aber ich kann mich nicht festlegen, denn die Q&A, wo wir praktisch zusammen mit anderen eine Session haben, das tut mir von dem her gut, einfach zu sehen, da ist es genauso oder ähnlich. Es ist einfach ein unglaubliches, gutes Gefühl, dass man nicht alleine ist damit. Dass es einfach auch normal ist, wenn man davon normal sprechen kann. Bei den 1:1 natürlich, dass wir immer weiter meinen Prozess auch weiterkommen und das, ja,
jetzt gerade auch mit dem Begriff Nachbemutterung, Nachbeälterung, da einfach auch eine Beziehung zwischen uns ist. Das ist mir schon sehr wichtig auch, und da komme ich auch immer tiefer und immer weiter. Und was ich aber wirklich, was ja auch der Grund war, warum ich angefangen habe, die Körperarbeit, also da merke ich schon, dass mir das richtig weiterhilft, weil viele Prozesse einfach im Körper abgehen. Da kann ich denken, wie ich will, sondern da muss ich einfach ja, mit meinem Körper arbeiten. Und da jetzt endlich Handlungsmöglichkeiten zu haben und die auch noch zu erweitern, das hat schon viel verändert. Und natürlich die theoretische Komponente, weil, wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, ich ja sehr wissbegierig bin tatsächlich schon immer sehr neugierig. Ich mag einfach das auch verstehen. Also ich gebe mich ungern mit, das ist einfach so ab. Und die Kombination aus allem, ja, deswegen kann mich nicht entscheiden. vor allem in allererster Linie mal zu erkennen, in welchem Zustand ich mich jetzt überhaupt befinde, um das erstmal zu merken. Das war vorher, habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Also jetzt einfach zu merken, aha, okay, jetzt bin ich also in dem Zustand und aha, okay, da bin ich getriggert worden. Ich habe vorher gar nicht gemerkt, wann ich getriggert wurde. Also das Merken ist die eine Sache. Dann auch immer mehr jetzt, dass diese Verurteilungen nicht mehr da sind, so, ach, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, sondern eher eine Milde immer mehr da ist. Und ja, ich glaube, das ist mit der Punkt eine Milde und dass ich einfach auch reagieren kann. Also und auch, wenn ich nicht reagiere, dass dann nicht eben kommt, als hast du es wieder nicht geschafft, sondern, ah, okay, anscheinend hast du das jetzt in dem Moment so gebraucht, einfach wirklich milde mit mir zu sein und dadurch auch mehr zu merken, was brauche ich eigentlich in dem Moment, wie geht es mir in dem Moment. Also ich habe festgestellt, dass ich das früher gar nicht, meine Bedürfnisse schlicht und einfach nicht wahrgenommen habe. Und wenn ich sie irgendwann mal wahrgenommen habe, war es schon meistens zu spät, dann habe ich es auch nicht erfüllt. Und jetzt einfach für mich Sorge zu tragen, für mich zu sorgen und wirklich auch ja, eine Liebe für mich zu entdecken, das konnte ich jetzt schon umsetzen immer mehr und merke schon, einfach eine Veränderung in meinem Alltag, im Umgang mit mir selbst und auch mit meinem Mann und meinem näheren Umfeld. Ja, also gerade habe ich mir auch tatsächlich selber schon überlegt, weil gerade in meiner Tätigkeit als Coach ist ja die Grenze zwischen einer Verletzung oder eben einem wirklichen Trauma oft auch für die Betroffenen gar nicht spürbar. Also ich in meinem Fall, ich wusste überhaupt nicht, dass ich ein Entwicklungstrauma habe, meine ich. Das heißt, da einfach noch sensibler zu werden, dann zu merken, ah, okay, das ist jetzt ein Bereich, da ist meine Grenze. Und dann empfehle ich, sobald ich irgendwo was merke in die Richtung, weiß ich ja schon, wie ich damit umgegangen bin. Deswegen natürlich, ja, würde ich sofort machen. Tue ich auch schon. Okay, ja, herzlichen Dank für das Interview. Ja. Gerne. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich danke Ihnen. Es wäre ja alles gar nicht so, wenn das nicht so toll, also wenn die Zusammenarbeit nicht so wunderbar wäre. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Sie machen einen super Job, einen super wertvollen Job. Dankeschön.